Sechstes Seeabenteuer. Nach Endigung der ägyptischen Reisegeschichte wollte der Baron aufbrechen und zu Bette gehen. Gerade als die erschlaffene Aufmerksamkeit jedes Zuhörers bei Erwähnung des großherrlichen Harems in neue Spannung geriet. Sie hätten gar zu gern noch etwas von dem Harem gehört. Da aber der Baron sich durchaus nicht darauf einlassen und gleichwohl der mit Bitten auf ihn losstürmenden muntern Zuhörerschaft nicht alles abschlagen wollte, so gab er noch einige Stückchen seiner merkwürdigen Dienerschaft zum Besten und fuhr in seiner Erzählung also fort. Bei dem Großsultan galt ich seit meiner ägyptischen Reise alles in allem. Seine Hoheit konnte gar ohne mich nicht leben und baten mich jeden Mittag und Abend bei sich zum Essen. Ich muss bekennen, meine Herren, dass der türkische Kaiser unter allen Protestanten auf Erden den delikatesten Tisch führet. Jedoch ist dies nur von den Speisen, nicht aber von den Getränken zu verstehen, da, wie Sie wissen werden, Mohammeds Gesetz seinen Anhängern den Wein verbietet. Auf ein gutes Glas Wein muss man also an öffentlichen türkischen Tafeln Verzicht tun. Was indessen gleich nicht öffentlich geschieht, das geschieht doch nicht selten heimlich. Und des Verbots ungeachtet weiß mancher Türk so gut als der beste deutsche Prälat, wie ein gutes Glas Wein schmeckt. Das war nun auch der Fall mit seiner türkischen Hoheit. Bei den öffentlichen Tafeln, an welcher gewöhnlich der türkische Generalsuperintendent, nämlich der Mufti, in Partem Salari mitspeiste und vor Tische das aller Augen, nach Tische aber das Gratias beten musste, wurde des Weines auch nicht mit einer einzigen Silbe gedacht. Nach aufgehobener Tafel aber wartete auf seine Hoheit gemeiniglich ein gutes Fläschchen im Kabinette. Einst gab der Großsultan mir einen verstohlenen freundlichen Wink, ihm in sein Kabinett zu folgen. Als wir uns nun daselbst eingeschlossen hatten, holte er aus einem Schränkchen eine Flasche hervor und sprach: »Münchhausen, ich weiß, ihr Christen versteht euch auf ein gutes Glas Wein. Da habe ich noch ein einziges Fläschchen Tokaja. So delikat müsst ihr in eurem Leben nicht getrunken haben.« Hierauf schenkten seine Hoheit sowie mir als auch sich eins ein und stießen mit mir an. »Nun, was sagt ihr, Geld? Es ist etwas extra Feines.« »Oh, das Weinchen ist gut, Ihre Hoheit«, erwiderte ich. »Allein mit Ihrem Wohlnehmen muss ich doch sagen, dass ich ihn in Wien beim hochseligen Kaiser Karl dem VI. Weit besser getrunken habe. Potstern, den sollten Ihre Hoheit einmal versuchen.« »Freund Münchhausen, euer Wort in Ehren. Allein es ist unmöglich, dass irgendein Tokaja besser sei. Denn ich bekam einst nur dies eine Fläschchen von einem ungarischen Kavalier und er tat ganz verzweifelt Rat damit.« »Possen, Ihre Hoheit. Tokaja und Tokaja ist ein großmächtiger Unterschied. Die Herren Ungarn überschenken sich eben nicht. Was gilt die Wette, so schaffe ich Ihnen in Zeit einer Stunde geradewegs in unmittelbar aus dem kaiserlichen Keller eine Flasche Tokaja, die aus ganz anderen Augen sehen soll.« »Münchhausen, ich glaube, ihr faselt.« »Ich fasele nicht. Geradeswegs aus dem kaiserlichen Keller in Wien schaffe ich Ihnen in Zeit von einer Stunde eine Flasche Tokaja von einer ganz anderen Nummer als dieser Kretzer hier.« »Münchhausen, Münchhausen, ihr wollt mich zum Besten haben und das erbitte ich mir. Ich kenne euch zwar sonst als einen überaus wahrhaften Mann, allein jetzt sollte ich doch fast denken, ihr flunkertet.« »Ei, nun, Ihre Hoheit, es kommt ja auf die Probe an. Erfülle ich nicht mein Wort, denn von allen Aufschneidereien bin ich der abgesagteste Feind, so lassen Ihre Hoheit mir den Kopf abschlagen. Allein mein Kopf ist kein Pappenstiel. Was setzen Sie mir dagegen?« »Top. Ich halte euch beim Wort. Ist auf den Schlag 4 nicht die Flasche Tokaja hier, so kost's euch ohne Barmherzigkeit den Kopf. Denn foppen lasse ich mich von euch und meinen meisten Freunden nicht. Besteht ihr aber, wie ihr versprecht, so könnt ihr aus meiner Schatzkammer so viel Gold, Silber, Perlen und Edelgesteine nehmen, als der stärkste Kerl davon zu schleppen vermag.« »Das lässt sich hören«, antwortete ich, bat mir gleich Feder und Tinte aus und schrieb an die Kaiserin Königin Maria Theresia folgendes Billett: »Ihre Majestät haben unstreitig als Universalerbin auch ihres höchstseligen Herrn Vaters Keller mitgeerbt. Dürfte ich mir wohl durch Vorzeigen dieses eine Flasche von dem Tokaja ausbitten, wie ich ihn bei Ihrem Herrn Vater oft getrunken habe? Allein von dem Besten, denn es gilt eine Wette.
Ich diene gern dafür wieder, wo ich kann und beharre übrigens und so weiter. Dies Billett gab ich, weil schon 3:05 nur sogleich offen meinen Läufer, der seine Gewichte abschneite und sich unverzüglich auf die Beine nach Wien machten musste. Hierauf tranken wir, der Großsultan und ich, den Rest von seiner Flasche in Erwartung des Besseren vollends aus. Es schlug 1/4, es schlug 1/2, es schlug 3/4 und noch war kein Läufer zu hören und zu sehen. Nachgerade, gestehe ich, fing mir an, ein wenig schwül zu werden, denn es kam mir vor, als blickten seine Hoheit schon bisweilen nach der Glockenschnur, um nach dem Scharfrichter zu klingeln. Noch erhielt ich zur Erlaubnis, einen Gang hinaus in den Garten zu tun, um frische Luft zu schöpfen, allein es folgten mir auch schon ein paar dienstbare Geister nach, die mich nicht aus den Augen ließen. In dieser Angst und als der Zeiger schon auf 55 Minuten stand, schickte ich noch geschwind nach meinem Horcher und Schützen. Sie kamen unverzüglich an und der Horcher musste sich platt auf die Erde niederlegen, um zu hören, ob nicht mein Läufer endlich ankäme. Zu meinem nicht geringeren Schrecken meldete er mir, dass der Schlingel irgendwo allein weit weg von hier im tiefsten Schlafe läge und aus Leibeskräften schnarche. Dies hatte mein braver Schütze nicht so bald gehört, als er auf eine etwas hohe Terrasse lief und, nachdem er sich auf seinen Zehen noch mehr emporgereckt hatte, hastig ausrief: »Bei meiner Seele! Da liegt der Faulenzer unter einer Eiche bei Belgrad und die Flasche neben ihm! Wart, ich werde dich aufkitzeln!« Und hiermit legte er unverzüglich seine kurenreutersche Flinte an den Kopf und schoss die volle Ladung oben in den Wipfel des Baumes. Ein Hagel von Eichen, Zweigen und Blättern fiel herab auf den Schläfer, erweckte und brachte ihn, da er selbst fürchtete, die Zeit beinahe verschlafen zu haben, dermaßen geschwind auf die Beine, dass er mit seiner Flasche und einem eigenhändigen Billett von Maria Theresia 59½ auf 4 Uhr vor des Sultans Kabinette anlagte. Das war ein Gaudium. Ei, wie schlürfte das großherrliche Leckermaul. »Münchhausen«, sprach er, »ihr müsst es mir nicht übel nehmen, wenn ich diese Flasche für mich allein behalte. Ihr steht in Wien besser als ich. Ihr werdet schon an noch mehr zu kommen wissen.« Hiermit schloss er die Flasche in sein Schränkchen, steckte den Schlüssel in die Hosentasche und klingelte nach dem Schatzmeister. »Oh, welch ein angenehmer Silberton, meine Ohren! Ich muss euch nun die Wette bezahlen. Hier!« sprach er zum Schatzmeister, der ins Zimmer trat. »Lasst meinem Freunde Münchhausen so viel aus der Schatzkammer verabfolgen, als der stärkste Kerl wegzutragen vermag.« Der Schatzmeister neigte sich vor seinem Herrn bis mit der Nase zur Erde, mir aber schüttete der Großsultan ganz treuherzig die Hand, und so ließ er uns beide gehen. Ich säumte nun, wie Sie denken können, meine Herren, keinen Augenblick die erhaltenen Assignationen geltend zu machen, ließ meinen Starken mit seinen langen, hänfenden Stricke kommen und verfügte mich in die Schatzkammer. Was da mein Starker, nachdem er sein Bündel geschnürt hatte, übrig ließ, das werden Sie wohl schwerlich holen wollen. Ich eilte mit meiner Beute geradeswegs nach dem Hafen, nahm dort das größte Lastschiff, das zu bekommen war, in Beschlag und ging wohlbepackt mit meiner ganzen Dienerschaft unter Segel, um meinen Fang in Sicherheit zu bringen, ehe was Widriges dazwischen kam. Was ich befürchtet hatte, das geschah. Der Schatzmeister hatte Tür und Tor vor der Schatzkammer offen gelassen, und freilich war es nicht mehr groß nötig, sie zu verschließen. War über Hals und Kopf zum Großsultan gelaufen und hatte ihm Bericht abgestattet, wie vollkommen wohl ich seine Assignation genutzt hatte. Das war dann nun dem Großsultan nicht wenig vor den Kopf gefahren. Die Reue über seine Übereilung konnte nicht lange ausbleiben. Er hatte daher gleich dem Großadmiral befohlen, mit der ganzen Flotte hinter mir herzueilen und mir zu insinuieren, dass wir so nicht gewettet hätten. Als ich daher noch nicht etwa 2 Meilen weit in die See war, so sah ich schon die ganze türkische Kriegsflotte mit vollen Segeln hinter mir herkommen, und ich muss gestehen, dass mein Kopf, der kaum wieder fest geworden war, nicht wenig von neuem anfing zu wackeln. Allein nun war mein Windmacher bei der Hand und sprach: »Lassen Sie Ihre Exzellenz nicht bange sein!«
Er trat herauf auf das Hinterverdeck meines Schiffes, sodass sein eines Nasenloch nach der türkischen Flotte, das andere aber auf unsere Segel gerichtet war. Und so blies eine so hinlängliche Portion Wind, dass die Flotte an Mastern, Segel und Tauwerk gar übel zugerichtet, nicht nur bis in den Hafen zurückgetrieben, sondern mein Schiff in wenig Stunden glücklich nach Italien getrieben ward. Von meinem Schatze kam mir doch wenig zugute, denn in Italien ist, trotz der Ehrenrettung des Herrn Bibliothekar Jagemann in Weimar, Armut und Bettelei so groß und die Polizei so schlecht, dass ich erstlich, weil ich vielleicht eine allzu gutwillige Seele bin, den größten Teil an die Straßenbettler ausspenden musste, und der Rest aber wurde mir auf meiner Reise nach Rom auf der geheiligten Flur von Loreto durch eine Bande Straßenräuber abgenommen. Das Gewissen wird diese Herr nicht sehr darüber beunruhigt haben, denn ihr Fang war noch mehr so ansehnlich, dass um den tausendsten Teil die ganze honette Gesellschaft sowohl für sich als auch ihre Erben und Erbnehmer auf alle vergangenen und zukünftigen Sünden vollkommenen Ablass selbst aus der ersten und besten Hand in Rom dafür erkaufen konnte. Nun aber, meine Herren, ist in der Tat mein Schlafstündchen da. Schlafen Sie wohl.